Am 21. Mai, da ist es endlich soweit, dann wird die neue Xbox-Generation vorgestellt. Wir spekulieren heute schon mal ein bisschen drüber. Unter anderem versuchen wir natürlich ein bisschen zu raten, wie wird der neue Name sein, wann ist das Release? Reden wir hier eigentlich von ein oder zwei Geräten, möglicherweise einer Set-Top-Box? Und wir reden unter anderem darüber, was können wir mit unseren alten Spielen machen, ist die Abwärtskompatibilität gegeben bei der neuen Xbox, haben wir einen Online-Zwang und müssen immer unsere Konsole am Internet angeschlossen haben und was für Spiele werden wir denn am Release sehen? In wenigen Tagen, da wissen wir alles ganz genau, alles was man wissen muss oder das meiste hoffentlich über die nächste Konsolengeneration aus dem Hause Microsoft. Aber es gibt natürlich schon so unfassbar viele Gerüchte in allen Bereichen. Deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal hin, fassen ein bisschen zusammen, was man bisher so vermutet, was das Ding kann und so weiter und so fort. Ja, spannend wird es ja allein schon beim Namen, denn da geht die Spekulation ja los. Ja, wir haben zwei Namen im Prinzip, die so ein bisschen hervorstechen zwischen diesem ganzen Projekt so und so Kram. Einmal Infinity. Und einmal Fusion. Fusion. Ich finde Fusion viel cooler. Fusion ist cool. Also bei Fusion spricht ja schon dafür, dass Xbox, also dass Microsoft sich sämtliche Domains gesichert hat, die mit Fusion zu tun haben. Also com, de und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, Xbox Infinity, ist dieses Screenshot aufgetaucht mit der liegenden 8. Wird viel spekuliert, dass da der Name daher kommt und von dem Untertitel Infinite. Fände ich von der Analogie zu 360 und 360 Grad ja auch, also 720 ist ja Quatsch. Ne? Das wissen wir, glaube ich, alle, dass diese Xbox nicht so heißen wird. Aber Infinity hätte ich einen coolen Namen gefunden. Fusion? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht wird es ja auch wirklich nur die Xbox heißen. Also Xbox wurde auch spekuliert von nicht unnamhaften Bloggern, die uns einige Informationen ja heute auch bereitgestellt haben. Es wäre irgendwie ja auch cool, wenn man einfach sagen würde, hey, wir haben es gar nicht mehr nötig, einen Zusatz. Xbox ist die Marke. Andererseits, vor zwei Konsolengenerationen hieß das Ding auch Xbox, nur Xbox. Stimmt. Schwierig, wird aber spannend auf jeden Fall werden. Ich finde Fusion eigentlich auch am coolsten, aber... Ja, ich bin gespannt. Griffiger letztendlich Infinity. Haben wir ja auch alle das Problem, dass wir nicht nur nicht genau wissen, wie dieses Ding heißen wird, sondern ob es tatsächlich nur bei einem Gerät bleibt. Denn inzwischen gibt es hartnäckige Gerüchte, dass wir hier eigentlich nicht nur von einer neuen Xbox, sondern vielleicht auch einer neuen Mini-Xbox oder wie auch immer man sie da nennen möchte, reden. Erklär du kurz, weil du bist da am Thema wahnsinnig gut drin, was diese kleine zweite Box noch können soll. Also es wird spekuliert, dass für ca. $100 eine zweite Xbox, eine kleine Xbox erscheinen wird, die man an die neue Xbox dran stöpseln kann und dann wird die quasi als Set-Top-Box benutzt und darüber kann man dann mit zwei Geräten, die man zu Hause stehen hat, auch aufs TV-Programm zum Beispiel zugreifen mit der neuen Xbox und eventuell auch seine älteren Titel spielen können. Aber lass uns kurz wichtig, ich wollte sagen, wichtig bei dem Punkt, wenn wir darüber reden, dass wir aufs TV-Programm mit dieser Set-Top-Box, die dann zusätzlich gekauft wird, auf die Xbox draufgestöpselt wird, da ist Kinect natürlich unheimlich wichtig, wenn wir in dem Punkt schon sind. Ja, aber Set-Tops heißt, also müssen wir, glaube ich, ganz kurz erklären. Es geht darum, dass man, wenn man sein normales Fernsehprogramm schaut, irgendwelche TV-Kanäle, dafür hat man ja einen Receiver und der ist in der Regel am Fernseher angeschlossen, dass man diese Box quasi dazwischen schaltet. Und quasi dann über diese Mini-Xbox, zum Beispiel über Kinect, auch in dem ganz normalen TV-Programm hantieren kann. Ja, umschalten. Genau. Laut, und das Leiter ist ja letztendlich so weiter. Also da können wir jetzt, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass es in diese Richtung viel passieren wird, denn natürlich zusätzliche Dienste, die ja bei der Xbox 360 schon ausgeprägter sind, eigentlich als bei allen anderen Systemen. In Deutschland alles noch nicht so und vor allem in Europa. Europa ist ein komplizierter Markt aus verschiedenen eigenen Ländern mit verschiedenen Interessen. Da haben es die Amerikaner deutlich leichter, wenn es darum geht, die Xbox als Multimedia-Player zu nutzen, um auf explizite Dienste zuzugreifen. Bei uns kommt das jetzt ja so ein bisschen. Da wird die Reise definitiv weiterhin gehen. Das wird garantiert stark ausgebaut. Social-Media-Kanäle natürlich genauso. Das macht PlayStation, das machen alle. Ja. Also wenn es darum geht, also ein Gerät zu haben, das irgendwie so alles bündelt, was mit Entertainment und sozialen Anbindungen zu haben, das wird sicherlich die Set-Top-Box definitiv leisten. Also ich bin mal gespannt, wie viel von dem, was dann auf dem Event gezeigt wird, tatsächlich auch für den europäischen Markt gilt. Denn tatsächlich hat die Xbox in den USA ja ein komplett anderes Standing. Die wird ja in Deutschland quasi nur als Spielkonsole im Prinzip, auch wenn da eine ZDF-Mediathek und was weiß ich drauf ist. Aber in der Regel redet man davon rein als Spielkonsole. In den USA ist es tatsächlich schon eher ein Media-Center. Genau. Und das wird, glaube ich, nochmal stark gepusht werden. Oder ist halt die Frage, wie das hier mit TV-Sendern und Providern und was da alles noch dranhängt, überhaupt möglich wäre. Grundsätzlich finde ich die Idee
das alles über Kinect zu steuern und quasi nicht mehr eine Multifernbedienung auf dem Wohnzimmertisch zu haben, sondern quasi das Ganze auch nur über diese Xbox steuern zu können, fände ich komfortabel. Ja, du nutzt es ja auch, ne? Ja, da ist dann ein absolut wichtiger Punkt, weil das Kinect muss auch dann richtig funktionieren. Also wenn man schon neues Kinect hat, Kinect 2.0, wie man ja immer wieder hört, und das diese Funktion hat, dann muss es auch richtig gut funktionieren. Das heißt, weniger Lag als das Kinect, was jetzt gerade zum Beispiel draußen ist. Es muss schneller erkannt werden, es muss vielleicht auch mal mehrere Personen erkennen. Und die Gerüchte waren ja auch groß, dass man zum Beispiel auch Augenbewegungen erkennt. Mhm. Das heißt, wenn jemand länger nicht mehr zum Fernseher guckt, dann schaltet sich die Konsole ab oder dann schaltet sich der Fernseher ab. Und das spielt da auf jeden Fall unheimlich mit ein. Aber Augenbewegungen fände ich schon krass, weil erstens sind es nicht nur ganz feine Bewegungen und noch wesentlich schwerer zu erkennen als einzelne Finger. Ja, was ja auch im Moment bei der aktuellen Kinect-Generation nicht geht, sondern ich meine, die Augen sind ständig in Bewegung. Wie oft guckt man mal tatsächlich kurz weg vom Fernseher, ohne dass man wirklich wegschaut? Ich glaube, das ist eher so ein Gimmick, wo man vielleicht sagt, weißt du, da pennt jemand gerade ein, also können wir das System ausstellen. Wenn du mit Pizzakarton auf dem Sofa hängst und schon lange Also so stelle ich mir das vor, also dass die Augenbewegungen irgendeiner Art und Weise sinnvoll eingebunden werden, im Sinne von, ich steuere durch Blicken irgendwie oh Gott, linkes Menü, rechtes Menü oder was auch immer, das glaube ich nicht. Nee, weil denken wir mal zurück, was damals bei dem allerersten Kinect-Video vor 1000 Jahren auf der E3 vorgestellt wurde, dieses Skateboard einscannen und so. Da reden sie jetzt wieder davon, das ist angeblich. Das war vor Jahren schon groß und da dachte jeder, Alter, jetzt geht die Zukunft los und wie lange hat es gedauert und was kann man jetzt, also ist noch nicht viel. Aber ich glaube, Kinect wird eingebaut werden in die Konsole, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Ja. War ja auch durchaus erfolgreich und wird bestimmt natürlich eine große Verfeinerung werden und vielleicht gerade, wie du es ja auch gerne schon jetzt machst, um eben die Dienste einfach zu steuern, Sprachsteuerung. Ja, die Sprachsteuerung nutze ich tatsächlich auch, wenn ich dieses Wischen und so, da wissen wir alle, es hat Delay. Fakt ist tatsächlich, dass Microsoft an Kinect 2 arbeitet, noch bevor Kinect 1 auf den Markt gekommen ist. Da haben die gar kein großes Geheimnis draus gemacht. Weniger bekannt ist, dass das jetzige Kinect eigentlich ursprünglich eine andere Kamera hatte. Nämlich zu der Tokyo Game Show Zeit, wo die Präsentation das erste Mal auch ein bisschen öffentlich zugänglicher gemacht haben, da war noch eine komplett andere Kamera verbaut, die viel leistungsfähiger war. Und das ist sonst so ein bisschen unter den Tisch gefallen, einfach um das Gerät an sich billiger zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt entweder in der Version oder an der inzwischen neueren ein Comeback feiert. Also wird bestimmt, man muss da ja mit der Zeit gehen. Also es ist halt mittlerweile ein veraltetes Produkt. Veraltetes Produkt ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Dieser Colin, nicht wer das macht. Denn es gibt dann ja Leute, die sagen, oh, Xbox 360 ist natürlich ein alter Hut. Also die aktuelle Generation, wenn die neue rauskommt. Aber sie sich natürlich die Frage stellen, was macht man denn dann eigentlich mit den Spielen? Wir haben es gerade schon angedeutet, es soll unter Umständen ein zweites Gerät geben, was es einem ermöglicht, als Media Center einerseits auf Inhalte zuzugreifen, aber vielleicht eben auch diese hardware-seitig nicht existente, davon gehen wir momentan aus, Abwärtskompatibilität der neuen Generation, also alte Xbox 360-Spiele auf der neuen nicht spielbar, wegen komplett anderem Chipsatz, dass dieses Gerät diesen Chipsatz überlistet sozusagen und man in Kombination aus Gerät und neuer Xbox dann eben auch die alten Discs wird spielen können. Das ist so eine Vermutung, die so... Fände ich auch relativ wichtig. Also ich würde meine alten Spiele spielen wollen. Das wäre ärgerlich, wenn ich mit meinen alten Spielen auf der neuen Konsole überhaupt nichts mehr anfangen könnte. Ja, aber du hast ja noch die alte Konsole, ne? Das Argument wäre ja das Gegenargument. Ja, das stimmt auch. Ja, die Frage ist halt, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese, ich sag jetzt einfach mal Mini-Xbox, quasi auch so eine Arcade-Download-Plattform ist, wo man quasi für den kurzweiligen Spielsession zwischendurch mal kurz das anschmeißen kann und eben dann quasi das anschließt an die neue Xbox, um die neue Xbox als Laufwerk zu benutzen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, merkt ihr? Also wie gesagt, nochmal, wir müssen es nochmal ganz klar sagen, für alle, wie wir spekulieren hier. Wir tragen nur ein bisschen zusammen, was das Internet seit einem halben Jahr so ein bisschen an Gerüchten hochbrodelt. Möchtest du was sagen? Nee, das war der warnende Finger. Das sind nur Gerüchte. Bitte, wollte ich nochmal, was aber viel mehr interessiert wahrscheinlich ist, als die gebrauchten Spiele, ist, was ist mit dem Online-Zwang? Ja. Beziehungsweise muss man immer online sein mit der neuen Xbox? Und da sind die Gerüchte, wo du gerade nochmal betont hast, es sind wirklich nur Gerüchte, dass Microsoft drei verschiedene Modelle anbietet, den Herstellern. Und zwar, dass auf der einen Seite entweder die Hersteller entscheiden können, dass sie komplett auf Offline setzen, also das Spiel auch komplett offline spielbar ist. Oder, dass es beim Start des Spiels einmal überprüft wird und dann kann man quasi auch offline spielen oder die Konsole vom Netz trennen. Oder, dass es quasi dauerhaft online sein muss, weil sonst das Spiel nicht spielbar wäre. Genau, und dann heißt es eben, angeblich können die Entwickler sich das aussuchen und wir werden sehen. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal sowohl den Online-Zwang als auch eben Gebrauchtspiele durchaus diskutiert. Könnte man vielleicht hier mal einbinden. Ja, ne? gute Idee, ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Ein, könnt ihr, ne? Aber ich denke mal, so diese Graumischung, ich glaube nicht, dass es schwarz-weiß sein wird, sondern ich glaube, die einen werden es so machen und die anderen so und dann werden sicherlich auch in den ersten Monaten
viele Experimente gewagt werden. Dann fliegt ein Publisher furchtbar auf die Schnauze mit dem einen Modell, dann macht der nächste das besser. Und dann wird es auch nie wieder gemacht. Also das ist ja meistens so. Ja, also ich glaube, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Da werden die sicherlich den Markt erstmal noch so ein bisschen und die Reaktion der Kunden ein bisschen abchecken. Ja, müssen. Sie wissen sicherlich, dass es ein sehr sensibles Thema ist für alle Beteiligten. Das merken wir ja auch in den Diskussionen, die gerade eingeblendet wurden, die ihr jetzt natürlich anklicken könntet, um zu gucken, was da so abgeht. ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich glaube persönlich nicht an dieses Modell mit dem Markieren der Discs, weil das sind ja, glaube ich, handelsübliche Blu-Rays, werden ja von unterstützt werden als Disc-Medium. Mhm. Ich glaube es einfach nicht. Aber ist egal, ist ein spannendes Thema, können wir dranbleiben. Viel spannender sind natürlich vielleicht dann, bevor wir jetzt über gebrauchte Spiele reden, erstmal überhaupt Spiele. Die neuen. Was weiß man, was wird kommen, ist nicht viel. Ganz weit vorne ist Crytek, schön zu sehen, ein deutschstämmiger Publisher, Hersteller, der sagt, jawohl, wir wollen gleich Early Adopter sein. Und die hatten ja dieses ominöse Gladiatoren-Spektakel Rise schon vor längerer Zeit mal angekündigt, ein Gladiatoren-Spiel, wo man tatsächlich mit Kinect-Steuerung explizit losnetzelt und metzelt. Ja, Crytek und Kinect, da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Und weil Crytek ist ja tatsächlich eher so der Zulieferer für Core-Gamer. Und Core-Gamer und Kinect, das geht bisher noch nicht so wahnsinnig überhaupt gut zusammen. Das könnte ja das erste Mal die Verschmelzung von Core-Gamer und Kinect-Freundschaft sein. Ich glaube auch, dass es in der Theorie so sein wird, aber ganz ehrlich, für mich hat die erste Generation Kinect gezeigt, dass im Prinzip kein Core-Gamer Bock hat, rumzufuchteln und sonst was. Oder das zu tanzen. Das zeigt sich bei PlayStation Move genauso, das zeigt sich bei der Wii. Nichts umsonst ist Wii U ja deutlich reduzierter, was die gesamte Bewegungssteuerung angeht. Aber egal, wird Crytek spannend und braucht man natürlich auch, um so ein bisschen Aha-Effekt zu haben. Auf jeden Fall. Crytek vor allem, sehr wichtig, ist ja ein Garant für wahnsinnige Spielgrafik. Also wenn sie zeigen wollen, was ihre Konsole wirklich kann, dann haben sie mit Crytek auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Entwickler am Start. Ja, aber sie haben auch noch Epic. Also Epic ist ja mindestens ja. Und ja. Ist ein hauseigenes Pferd, also es ist beziehungsweise ein Ami-Pferd. Auch sonst nicht so wahnsinnig viel. Also ein neues Forza soll wohl kommen. Klar. Das ist aber eben bei Microsoft durchaus zu erwarten. Ein nicht näher benanntes Zombie-Spiel. Das ist jetzt sehr vage gefasst. Irgendein Pixar-Game zu Pixar-Filmen, sinnigerweise. Vielleicht, um eben diesen Familien- und Kindermarkt auch noch ein bisschen anzufeuern, gerade durch ein neues Kinect. Ja, Watch Dogs, wissen wir, ist ein Titel. Assassin's Creed 4 ist definitiv auch für PlayStation 4 angekündigt. Haben die da inzwischen was gesagt zu der neuen Xbox? Nein, aber das wird generell für komplett neue Konsolen gelistet. Ja, also okay. Das wird auch auf der Xbox stattfinden. Spannend wird es natürlich bei Call of Duty. Call of Duty Ghosts ist gerade frisch angekündigt vor einigen Tagen. Und da hieß es, wir zeigen die ersten Spielszenen auf dem Xbox-Event. Mhm, in so, wenigen quasi Tagen. Als Headliner. So, ganz genau. Dann muss man natürlich davon ausgehen, dass das auch auf der neuen Xbox ein ganz großer Titel wird. Und dann ist die Frage, wann kommt das denn? Genau, weil das könnte natürlich ein Indiz dafür sein, wenn die Konsole kommt. Weil am 8. November, glaube ich, kommt Ghost, stimmt? Richtig? Ich meine ja. Im November auf jeden Fall. Im November? Sie haben gesagt November, ja. Und da würde man natürlich jetzt naheliegenderweise denken, dass es optimal wäre, wenn alle Spiele gleichzeitig auf den Markt kommen, sprich spätestens oder genau am 8. November dann eben auch die neue Xbox-Generation. Was würde das wiederum für die PlayStation bedeuten? Auch eine interessante Frage. Vielleicht ist es aber natürlich auch nicht so. In der Vergangenheit war es ja nun auch nicht zum Beispiel bei Assassin's Creed 3, kam bei der Wii U dann einfach ein bisschen später. Als ja, aber das wird sich, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Xbox oder ob Microsoft sich das leisten wird. Also ich glaube, wenn die sagen, wir zeigen Call of Duty auf unserem Event als weltweite Gameplay-Premiere, dann werden die auch einen richtig dicken Pfeil im Köcher haben. Also dann werden die auch sagen wollen, exklusiv, was auch immer, vielleicht 2 Wochen vor Release vom eigentlichen Spiel, die neue Konsole und Call of Duty, also es gibt alle Möglichkeiten. Also wir haben im Prinzip ja 3 Varianten. Entweder es kommt zuerst auf der Xbox und zwar zeitexklusiv, 2-3 Wochen vorher, was weiß ich, oder es kommt eben gleichzeitig mit allen anderen Versionen, nur dann muss die Xbox zu dem Zeitpunkt auch schon da sein. Oder es kommt sehr viel später, aber da gehe ich echt nicht mal von aus. Ich persönlich gehe witzigerweise tatsächlich eigentlich von der dritten Option aus. Also ich glaube nicht, es kommt nicht früher. Weil den Geldkoffer möchte ich sehen, den Microsoft Activision hinstellt. Wir reden hier von dem meistverkauften Spiel, ein Longseller per se, der auf etablierten Stationen, also 360 und PlayStation 3, sich derart millionenfach weltweit verkauft. Warum sollte Activision sagen, ja natürlich, wir holen eine komplett neue Hardware und machen das da erstmal exklusiv. Wenn, dann werden sie sich das unfassbar was kosten. Das muss ein unfassbar guter Deal sein und sie müssen einen extrem guten Vorausblick haben auf das, was die Xbox leisten kann und die Spieler, die sie ziehen wird. Das glaube ich eben nicht. Ich meine, Call of Duty Black Ops 2 hatte den größten, umsatzträchtigsten Entertainment-Start der gesamten Entertainment-Branche weltweit, also von allen Sachen zusammengenommen. Unfucking fassbar, um dieses überstrapazierte Wort mal zu nehmen. Also das glaube ich nicht. Ob es zeitgleich kommt,
Ah, es ist total spannend. Ja, also, aber sie werden es nicht mit, also wenn du jetzt das Assassin's Creed 3 Beispiel von der Wii U hast, das ist ja jetzt nicht so, dass die ganze Welt gesagt hat, boah, ich muss unbedingt Assassin's Creed 3 auf der Wii U spielen, weil sonst entgeht mir total was. Ja, ja, das ist vollkommen aber richtig. So. Aber auch das sind alles nur Spekulationen. Absolut. Also ab davon gibt es ja auch sogar ein paar Gerüchte, was Preis zum Beispiel angeht. Also es gibt da einen bekannten Blogger, der Paul Brian Thurrott, der sagt, dass 499 US-Dollar der Preis für die Xbox sei, wenn sie rauskommt für die neue. Und dass sie im November erscheinen wird. Das deckt sich mit unserer Idee, dass es auch im November zu Call of Duty dann kommt. Das Ding ist halt, dieser Paul Brian Thurrott hat mir bisher auch nicht so wirklich viel gesagt, ist mir eigentlich im Zuge der Recherche auch erst bekannt gemacht worden. Der hat aber zum Beispiel den 21. Mai als, ich sag mal, Enthüllungsdatum schon vorhergesagt. Das heißt, da wissen wir, okay, der junge Mann hatte recht. Mhm. Ich bin mal gespannt. Er sagt ja auch, es wird vielleicht eine Abo-Variante geben mit 299 US-Dollar und monatlich Xbox Live Gold für 10 Dollar. 10 also, Dollar? Ja, ja. 10 Dollar Xbox Live Gold. Der Dollar steht gerade ganz schlecht zum Euro. was hat er noch gesagt? Eine günstigere Xbox 360 für ungefähr 100 Dollar. Da rechnet er damit. Windows 8 soll dabei sein. Internetzwang ist auch deutlich, sieht er den. Also, bin mal gespannt. Der führt auch den Namen Xbox übrigens an, den wir eingangs erwähnt haben. Ja. Ganz ehrlich, 500 Dollar, glaube ich nicht. Das ist zu teuer. Und die werden auch im Leben nicht. Die bringen doch nicht zwei Wochen vor Release von Call of Duty eine Konsole für 500 Dollar in den Handel plus zeitliche Vorex. Also, so viel Geld hat Microsoft doch überhaupt nicht in ihrem Kassen um das. Ja, aber wieso? Moment mal, überleg mal, was die PlayStation eingangs gekostet hat. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass sowohl Xbox als auch PlayStation, alle überteuren Konsolen sind katastrophal gelaufen und wurden sofort, erste Xbox zum Beispiel, mit eingekniffenem Schwanz in kürzester Zeit wurde der Preis gesenkt auf ein verträgliches Maß. Ja, aber schau mal, die Wii U kostet in der dicken Variante 350. So. Ja, 300. Ja, dann reden wir aber von der 400 Euro Xbox. Für mich in meinen Augen ganz klar. Ja, das ist ja auch was. Ja, aber wir wissen ja auch, dass ein Dollarpreis von 499 Dollar nicht 399 Euro. Es war immer. Ich glaube, kann mich nicht erinnern, dass es jemals den Umrechnungskurs, einen fairen Umrechnungskurs gegeben hat. Also das würde bedeuten 499 Euro. Ja, aber da du im Gegensatz zu uns ja damit rechnest, dass sie später kommt, hast du noch länger Zeit zum Sparen also und wir kaufen uns die schon Weihnachten. Es kann natürlich auch sein, dass sie früher kommt sogar und dann stellt sich die Frage mit Call of Duty natürlich gar nicht mehr. Und dann steht der Colin da und holt so die Sachen aus dem Taschen. Ich habe kein Geld. Und wir spielen schon seit 2 Monaten. Genau. Also ich bin auf jeden Fall saumäßig gespannt, aber es deutet ja alles darauf hin, es wird ein spannendes Rennen, weil die PlayStation ja auch diesen Winter noch erscheinen soll oder eben sogar noch im vierten Quartal, sprich 2013. Hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass zwischen der Erstankündigung, also der offiziellen Erstankündigung und dem Release quasi ein Zeitraum war, der weniger als ein Jahr war. Das wäre wirklich zum allerersten Mal, aber ich meine, heutzutage geht vieles schneller als früher beim Super Nintendo oder bei späteren Konsolen. Ich erinnere an die Xbox Slim, die an dem Tag, wo sie das erste Mal gezeigt wurde, im Laden stand. Ja, eine Slim! Die aber keine neue Konsole war. Eine Slim! Egal. Ja, aber trotzdem... Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, für mich ist die Call of Duty-Sache sehr eindeutig. Also was sie, wie wir das eben benannt haben mit dem Release bezüglich Call of Duty im November und der Xbox im November, das ist für mich und vor Weihnachtsgeschäft. Genau, das ist für mich der Punkt, der dafür spricht, dass wir in diesem Jahr entgegen deiner Theorie noch die Xbox sehen. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, genau. Ich würde sagen, wir schließen hier Wetten ab und ihr wisst ja nun, was unsere Positionen sind. Ihr dürft euch auch Strafen ausdenken für Colin, der garantiert daneben liegt. Das könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Genauso natürlich. Was habe ich denn überhaupt gesagt? Moment. Du hast gesagt, die Xbox kommt jetzt im nächsten Jahr. Habe ich mit wo wann? Weiter? Genauso natürlich, wie ihr grundsätzlich eure Meinung, eure Spekulationen. Jeder darf mal in die Kristallkugel gucken und das, was er darin sieht, hier in die Comments schreiben. Ihr dürft uns Daumen hoch geben, wenn ihr diesen Talk gut fandet, wenn ihr gerne mehr von uns sehen wollt. Und ja, dann sind wir alle gespannt auf den 21.